Paul Harburger, Ida Haas, Simon Haas, Georg Hase. Also es ist mittlerweile eine Tradition seit 14 Jahren, dass wir gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde als Stadtgesellschaft die Namen der Düsseldorfer Holocaust-Opfer öffentlich vorlesen. Das tun wir am sogenannten Yom HaShoah, am Gedenktag für die Opfer der Shoah, des Holocaust. Es ist eine Tradition, die aus Israel stammt und sich auch nach dem jüdischen Kalender richtet. Das ist der Tag des Beginns des Aufstands im Warschauer Ghetto. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir die Namen nicht im Verborgenen sprechen, aussprechen oder vorlesen, sondern dass wir das ganz klar in der Öffentlichkeit tun. Tana Alice Götz, Erich Götz, Lili Götz, geborene Herzberg. Die Forschung der Mahn- und Gedenkstätte geht immer weiter und deswegen ist es bedauerlicherweise so, dass diese Liste auch nie stagniert, sondern sie wird in der Regel eben ergänzt. Das heißt, die Zahl wächst und wir haben es im Moment mit genau 2635 Namen von 2635 Düsseldorferinnen und Düsseldorfern zu tun. Käthchen Frank, geborene Hanauer. Margarete Frank, Ella. Ich glaube, dass nach dem terroristischen Angriff auf Israel im vergangenen Oktober auch eine solche Veranstaltung in diesem Jahr eine besonders brisante Aktualität hat. Israel kämpft um seine Existenz und der 7. Oktober 2023 war eine Attacke, ein Angriff, dem so viele Menschen zum Opfer gefallen sind. Es hat es nach Ende des Holocaust so noch nie gegeben. Und natürlich schwingt das heute mit, ist ja gar keine Frage. Venomar.